Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Aufgebrauchtsachen im Monat November. Und zwar einmal Weichspüle, 74 Wäschen von Celan, von Polen noch. Da kommt meine Katze. Der riecht sehr schön. Und ja, würden wir wieder kaufen, wenn der wieder aufhat. Dann einmal so eine Spülbalsam, limitierte Edition, war auch sehr schön, aber gibt es ja nicht mehr. Denn einmal von Polen habe ich das, so ein Duschpeeling, war sehr schön, war so orange, seht ihr hier ein bisschen noch, mit so schwarzen Körnern drin, war sehr schön, kann ich empfehlen. Dann haben wir aufgebraucht Taschentücherbox. Ich glaube, es kommt noch mehr. So eine feuchten Tücher von eigentlich für Babys, nehmen wir für alles fast. 90 Stück vom Action. Waren sehr schön. Kaufen wir immer wieder nach. Dann haben wir umgefüllt. Darum zeige ich euch das schon, aber auch schon ein paar Mal. Nutzt haben wir zwei verschiedene. Einmal die Waschmittel-Pads und diese. Sind beide sehr gut. Machen die Wäsche sauber. Weichspüler machen wir eh immer rein, auch wenn einige sagen, das ist nicht gut wegen allem. Einmal WC-Reiniger vom W5. Ich glaube, einfach vom Action, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. War auch gut, sag ich mal. Da man das ja öfters benutzt, war das gut. Viermal Küchenrolle mit dem Design. Dreilagig. Ja. Erfüllen ihr Zweck, sind bunt. Sind also gut, sag ich mal. Dann hat mein Mann einen Rasierpinsel, ja. Der ist auch gut, wenn er sich rasiert. So. Brauche ich das ja. Dann einmal vom Action so eine Kaugummis. Die esse ich in meinem Auto. Einmal ist schon mal leer. Die darf ich nicht. So, dann haben wir hier einmal von Balea diese Kokosnuss-Handseife. Die liebt mein Mann, hat er auch ausgespült. Ich glaube, eine davon habe ich noch. Dann einmal dieses Händedesinfektionsgel Wassermelone, davon habe ich noch einmal. Dann mache ich dieses Ding, denke ich mal, ab, falls doch mal. Dann habe ich aufgebraucht eine Isana Hydrogel Maske, die war sehr schön, aber so ein bisschen groß für mein Gesicht. So großes Gesicht habe ich nicht. Dann von Neutrogena die Hydrobust Maske, die war angenehm. Dann von Maui die Haarmaske, die hat nach Kokosnuss geduftet und die riecht sehr schön. Dann haben wir hier noch andere Küchentücher, die waren kleine Blätter, statt eins waren dann praktisch zwei und ja, waren gut. Dann haben wir hier noch eine Taschentücherbox. Die haben wir von, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sah sie sehr schön aus. Dann eine Bodybutter von Balea mit Vanille und Chai-Duft. War sehr schön vom Duft, aber eingezogen nicht so schön.
denn hier eine Bubble-Maske. Beim Rossmann gibt es die. Die war sehr schön. Und kann ich empfehlen. Denn die sind abgelaufen, deswegen kommen die weg. Ich würde sie ja benutzen, aber ich habe genug Masken. Die Maske vom Aldi war okay. Würde ich mir nicht nochmal kaufen. Die Hydrogel-Lippenmaske vom Action, die rote, die kaufe ich immer wieder nach, ist sehr schön. Denn die neuen Augenpatches von Isana, naja, jetzt sind sie nicht mehr ganz so neu, die waren sehr schön. Dann habe ich, ist zwar für Kinder, aber meine Katze heißt Little, deswegen habe ich das damals gekauft. Leichtcamp-Spray, das war sehr schön. Auch der Geruch war toll. Ja. Habe ich noch eins von da. Dann haben wir dieses Shampoo von Balea Coco Cabana aufgebraucht. Das roch sehr schön und hat seinen Zweck erfüllt. Habe ich noch da. Denn Antikalk für die Waschmaschine haben wir einmal aufgebraucht. Nur haben wir ja immer. Haben wir noch was da, Gott sei Dank. Da ja die Grenzen zu sind. Obwohl. Dann ist hier nochmal die Lippenmaske. Dann haben wir aufgebraucht. Habe ich aufgebraucht. Eine Badekugel mit Glück sowas. Dann haben wir einmal Shampoo und Spülung, Zuckerkuss habe ich aufgebraucht. Ich sag mal wir, ich, mein Mann hat nicht ganz so viel drin. Dann einmal diesen Hydrofugal Duschfrisch Deo-Rolle aufgebraucht. Auch nicht mehr auf. Dann haben einmal aufgebraucht diesen, welchen man in der Toilette reinstanzt. Einmal. Ich weiß noch nicht, ob wir den wieder kaufen werden. Dann kommt drauf an, glaube ich. Was mein Mann dazu sagt. Dann einmal die Cremedusche Magic Wonderland. Die war sehr schön vom Duft. Ja, hat sehr gut geduftet. Ich creme mich meistens, kommt immer drauf an, ab und zu mal ein, ab und zu nicht. Aber war schön. Dann habe ich einmal diese Chips aufgebraucht. Eigentlich ist das nicht Beauty, aber weil ich die Box hatte, die waren sehr schön. Waren lecker. Würde ich weiterempfehlen. Dann habe ich hier nochmal die Lippenmaske aufgebraucht. Dann einmal diese Sephora Prime Maske. Die war sehr schön. Ich habe sie länger wie 3 Minuten einwirken lassen, weil sie Feuchtigkeit spendend war. Dann habe ich diese vom Action aufgebraucht mit dem Bären drauf. Die war sehr Feuchtigkeit spendend. Kann ich empfehlen. Actionmasken sind ja nicht alle beliebt, sag ich mal in dem Sinne, aber ich mag sie. Manche mögen die ja gar nicht. Ich mag sie sehr gerne. Dann habe ich einmal die Badekugel von Action aufgebraucht im Blau. Denn die M&M's, wenn ich die irgendwo kriege, ich kaufe mir die nach. Die waren so lecker.
Mal gucken. Werde ich nachher mal. Denn diese Badezusatz habe ich aufgebraucht von Isana. Badezusätze sind immer meistens viele. Dann habe ich hier noch diese Augenpatches von Action. Die sind sehr schön. Habe ich aufgebraucht. Badekugeln vom Action. Einmal diese Variante. Sind immer 5 Stück drin und einmal diese. Sind sehr schön. Ich nehme immer 2, also ein so ein Badezusatz und eine Kugel oder so. Weil sonst reicht mir der Duft nicht. Von Balea vom letzten Jahr, glaube ich. Pflaume und Vanilleduft. Riecht sehr schön. Denn diese, die waren, sind sehr schön. Davon habe ich auch aufgebraucht. Die lilane Variante würde ich mir nachkaufen. Muss ich nur mal gucken. Vom Action dieses diesen Badezusatz, der war auch sehr schön. Also Badezusätze mache ich alle. Pool Party ist auch. Aber jetzt kommen mehr so die Winterdüfte nachher. Isana Badesalz Ruhe Oase. Das war schön. Mit Hanföl. Ich trinke mal einen Schluck. Ich habe ein bisschen mehr aufgebraucht. Aber so. Und jetzt kommen die Tees, die ich aufgebraucht habe. Von Fitia. Und zwar Lemon Ginger. Ich bevorzuge, also der schmeckt gut. Mein Favorit ist der nicht. Aber ich würde der Marshmallow Tee, den mag ich sehr gerne, würde ich mir nachkaufen. Von Sophia. Den mit habe ich nachgekauft. Habe ich noch da was? Aber ich trinke jeden Tag mindestens eine Kanne. Kann ich nur empfehlen. Aber halt teurer, ne? Orangenkiss, der war auch sehr lecker. Der war auch mein mit zu den Favoriten, würde ich auch nachkaufen. Den würde ich mir, glaube ich, nicht nachkaufen. War schon aus dem zweiten. Und dann habe ich noch Red Apple. Die anderen sind schöner. Aber die schmecken alle. Aber ich habe schon ein paar Favoriten und mal gucken. Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mal ruhig in die Kommentare. Ich würde auch gerne testen, wenn ihr irgendwas zum Beispiel hättet zum Testen, was nicht allzu teuer ist, sag ich mal. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi.